Okay, ich hatte es nicht ausgemacht. Aber. Also nochmal, moin moin zusammen. Schön, dass ihr da seid und auch alle Zuschauer am Livestream. Herzlich willkommen und YouTube-Zuschauer. Ging es euch auch so, als die Kinder so am Anfang erzählt haben, wer ist Gott oder wer ist Jesus? Das ist so erfrischend, oder? Mir kam so sofort diese Stelle, werdet wie die Kinder, oder? So, was Jesus gesagt hat, ey, so diesen frischen, kindlichen, lebendigen Zugang zu Gott, oder? Ja, er ist nett, er ist freundlich, er ist der Beste, er ist voller Liebe. Das ist so schön, dass wir Gott erleben dürfen, kennenlernen dürfen, wie Kinder zu ihm kommen können. Und das ist auch das Ziel dieser Predigtreihe, Jesus, unser Punkt, Punkt, Punkt. Letzten Sonntag hat, also dass wir Jesus immer besser kennenlernen und wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, dann lernen wir auch den Vater immer besser kennen, weil wer Jesus kennt und sieht, der sieht auch den Vater. Und wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, dann fängt der Heilige Geist an, in uns und durch uns zu wirken. So, alles dreht sich um Jesus, er ist der Dreh- und Angelpunkt. Jesus unser, und Dave hat angefangen, letzten Sonntag darüber zu sprechen, Jesus unser Gott. Ja, Jesus war ganz Mensch, also er kam als Mensch auf diese Erde und er war so wie du und ich. Das macht ihn ja auch so nahbar für uns. Und wir können einfach durch Jesus, finde ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, jedem geht es vielleicht auch ein Stück anders, aber mir geht es so wie auch Mackenzie in dem Buch Die Hütte, wer das kennt, so sagt er, ja, irgendwie sagt er dann, er lernt ja Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist kennen, sagt er, irgendwie, Jesus, dir fühle ich mich irgendwie am nächsten. Ja, das kommt wahrscheinlich, weil ich Mensch war oder Mensch bin und ja, das macht uns Gott sehr nahe oder Gott kam uns eben durch Jesus so nahe. Er ist ganz Mensch gewesen, aber eben auch ganz Gott. Unvorstellbar, unbegreiflich. Für uns, das hat Dave sehr schön ausgeführt am letzten Sonntag, wer es nicht gesehen oder gehört hat, kann es nachschauen bei uns auf dem YouTube-Kanal. Sehr starke Predigt von ihm. Ich habe es mir auch dort angeschaut, weil ich ja in Serbien war letzten Sonntag. Das Ziel der Predigt von Dave war, er hat es auf den Punkt gebracht, Jesus soll verherrlicht werden in uns und durch uns. Wir haben einen ganz klaren Auftrag als Christen, als Friedenskirche, jede Kirche, jeder Christ hat diesen Auftrag, Jesus soll verherrlicht werden. Nicht wir selber, nicht das, was wir machen, sondern er. Wie hat Johannes der Täufer gesagt, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Das wünsche ich mir auch immer mehr, ich muss immer mehr in den Hintergrund treten. Und mein Wunsch ist, Jesus soll immer mehr in den Vordergrund treten, auch durch Predigten oder durch alles, was wir machen, soll eigentlich Jesus sichtbar und deutlich werden, in uns immer mehr Raum bekommen, im Miteinander unter uns immer mehr Raum bekommen, durch uns auch dann in die Gesellschaft, in die Welt rein wirken, Jesus. Jesus soll größer werden, er soll verherrlicht werden. Und als wir diese Predigtreihe entworfen haben und gestaltet haben miteinander, wir haben ja so ein Word-Team miteinander, da ist der Dave und ich dabei mit dem Jonah und auch der Tobi, wenn er Zeit hat und kann, er ist ja auch am Studieren. Aber wir vier entwickeln halt die Predigtreihen miteinander. Da war uns wichtig, dass wir nochmal diesen ersten Aspekt unserer Vision als Kirche, ich habe ja auch am 7. Januar über unsere Vision gepredigt, die wir haben oder empfangen haben, auch als visionäre Leitung. Und der erste Aspekt dieser Vision war, wir wollen uns stärker mit Jesus identifizieren. Oder man könnte es auch so beschreiben, wir wollen uns stärker um Jesus herum versammeln oder näher miteinander zu ihm kommen. Ganz nah bei ihm sein. Und wir haben es ja auch so erlebt auf unserer Klausur, dass
dadurch, dass wir so jeder von uns oder wir miteinander uns auf Jesus zubewegt haben, wir auch einander näher kamen. Das war so stark. Und wir haben empfangen als Vision, das Wichtigste, das Erste, worum es geht, ist, dass Jesus in uns sichtbar wird. Dass wir uns mit ihm identifizieren, dass wir dieses neue Leben haben. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Und dass wir auch als Kirche nicht mehr nur noch uns gegenseitig sehen als unterschiedliche Menschen, sondern dass wir Jesus in dem anderen erkennen. Dass wir uns miteinander identifizieren als der Leib Christi. Jeder ein Körperteil, aber wir zusammen sind Jesus auf dieser Erde. Ist das gut? Wenn wir das auch so im Blick haben und uns gegenseitig so sehen, hey, du bist nicht nur der Georg, sondern du bist auch ein Teil von Jesus. Und wir zusammen stellen Jesus dar. Ich alleine nicht, aber nur mit dir. Nur wir miteinander können das richtig gut und stark repräsentieren. Deswegen haben wir gesagt, soll es in dieser ersten Predigtreihe im Jahr 2024 um Jesus gehen. Diese zweite Predigt der Reihe heißt Jesus, unser Diener. Und dazu, weiß nicht, an was ihr denkt, wenn ihr diesen Titel hört oder diesen Namen hört, Jesus, unser Diener. Welche Geschichte fällt euch da zuerst ein? Aber Markus hat sowieso schon vorweggenommen, deswegen brauche ich es nicht mehr sagen. Genau, die Geschichte aus Johannes 13 über die Fußwaschung und ich möchte meine kurz vor dem Gottesdienst ernannte Lektorin bitten, dass sie, die Ruth, uns diesen Text mal liest. Johannes 13, die Verse 3 bis 15. Können wir die nächste Folie machen, weil sie möchte das gerne von der Folie dann ablesen. Ach genau, wir haben noch ein paar, ich habe hier was übersprungen. Sorry. Genau, das war auch der Aspekt, den Dave in der ersten Predigt hatte, Matthäus 16, Vers 15. Die Jünger fragen Jesus, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und dann sammelt er so die verschiedenen Meinungen, die die Menschen hatten über Jesus und fragt sie, und was denkt ihr, wer ich bin? Das ist die Frage, die jeder von uns für sich persönlich, die wir beantworten müssen. Wer ist Jesus für mich? Und jetzt kommt der Text, glaube ich. Ne? Jesus, unser Gott, ganz Mensch und ganz Gott. Ja, nein, immer noch nicht. So, habe ich die Folien hier vermischt ein bisschen. Also Jesus ist das Ziel, das hatte ich auch schon. Ja, jetzt kommt es, genau. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab. Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es begreifen. Doch Petrus blieb dabei. Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Simon Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus antwortete, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid rein, aber nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger, versteht ihr,
was ich eben getan habe? Noch weiter. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Jesus nahm sich eine Schürze und er legte sie sich um. Das ist eine hier von den schönen Schürzen, die meine Schwiegermama schneidert. Wer hat alle eine Schürze von meiner Schwiegermama schon zu Hause? Oh, schon einige. Sie schneidert ständig Schürzen. Eine sehr schöne mit lauter Bullis drauf hier. Jesus nahm eine Schürze und kniete sich hin und fing an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Ja, nämlich noch genau wie, erinnert ihr euch auch, als Michael Stahl hier war zu seinen Vorträgen, ich glaube es war vorletztes Jahr im Dezember oder was letztes Jahr, ich weiß gar nicht genau mehr. Für ihn ist auch diese Szene, erzählt die immer wieder in seinen Vorträgen, eine der wahnsinnigsten Szenen, sagt er, die es gibt in der Bibel. Der Gott, der uns als Menschen geschaffen hat, der nimmt eine Schürze und kniet sich vor uns nieder und krummelt da an unseren schmutzigen Füßen rum, um sie zu reinigen, um sie sauber zu machen. Was für ein Wahnsinn, oder? Können wir das begreifen? Der Schöpfer des Universums. Nimm diese Haltung ein, nimm diese Stellung ein und dient uns. Also ist für mich auch immer wieder unbegreiflich, dass wir so einen Gott haben. Gibt es in irgendeiner anderen Religion so einen Gott? Ich wüsste nicht. Ich habe mich auch schon viel mit Religionen beschäftigt, aber dass Gott sich niederbeugt vor uns und uns dient, sich niederkniet und uns den Schmutz abwäscht von den Füßen? Wahnsinn. Soll ich die Schürze anbehalten oder irritiert euch das? Ich glaube, ich nehme sie wieder ab. Warum macht Jesus das? Warum tut er das? Ich glaube, das hat auf jeden Fall dieser Text zu mir besprochen, ist, dass er eine persönliche Liebesbeziehung mit uns haben möchte. Dass er uns nahe sein will. Er macht sich klein, statt sich selber dienen zu lassen, dient er uns. Wir sollen ihm ja auch dienen oder wir wollen ihm dienen. Aber er sagt zu Petrus dann, und ich finde diese Szene so krass, dass er sagt, wenn du das nicht geschehen lässt an dir, wenn du das nicht erlaubst, dass ich dir die Füße wasche, dass ich dir diene, dann gehörst du nicht zu mir. Wenn du dir nicht von Gott dienen lässt, dann gehörst du nicht zu ihm. Wir sind so schnell dabei oder denken, ja, Gott ist so groß und für viele ist er vielleicht auch noch weit weg. Ich hoffe, wenn Gott für dich noch weit weg ist, dass du heute ihn erlebst, das ist wirklich mein tiefster Wunsch und mein Gebet, dass du merkst, er kommt dir nah. Dass du das in irgendeiner Form heute erlebst, dieser Gott, der für mich vielleicht weit weg war oder weit weg ist, der dient mir. Der kniet sich vor mir nieder. Der tut mir was Gutes. Der will mir nahe kommen. Und wenn wir das nicht zulassen, wenn wir das nicht erleben, dann gehören wir nicht zu ihm. Petrus wollte das nicht. Aus irgendeinem Grund, vielleicht war er zu stolz oder vielleicht hatte er auch noch eben dieses Gottesbild, nein, Gott ist so groß und Jesus ist so groß, er ist der Meister und so weiter, er kann nicht uns dienen. Aber Jesus sagt, wenn du das nicht zulässt, dann kannst du nicht zu mir gehören, dann hast du keinen Teil an mir.
Da kann zu diesem Dienst, sag mal, zu diesem Füßewaschen, was kann man damit identifizieren? Zum Beispiel die Sündenvergebung. Er sagt zwar dann, ihr seid schon alle rein, ich komme da später noch drauf, was er damit meint. Aber ich persönlich glaube, dass wir jeden Tag Reinigung von unseren Sünden brauchen. Nicht diese grundsätzliche Reinigung, wie gesagt, das ist schon geschehen, aber dieses immer wieder Abwaschen von den Dingen, die uns beschmutzen. Falsche Gedanken, falsche Haltungen, Lieblosigkeit, Dinge, die wir versäumt haben. Es sind ja nicht nur die Dinge, die wir tun, sondern auch die Dinge, die wir nicht tun, die wir eigentlich hätten tun sollen. Ne? Unser Unglaube, alles, was ihr nicht aus Glauben tut, ist Sünde. Irgendjemand hier, der sich da angesprochen fühlt? Ja, da müssen wir uns dienen lassen, das abwaschen lassen, Vergebung. Das ist etwas Tägliches, was wir brauchen. Dass Jesus uns dient, sich vor uns niederkniet, sagt, hey, ich muss dich reinigen. Ich muss dich befreien von diesen Dingen. Lässt du das zu? Aber es geht nicht nur um Vergebung, sondern überhaupt, für mich ist dieser Dienst der Fußwaschung, dieser Dienst der Liebe, dass wir es erlauben, dass Jesus uns lieben kann. Dass wir es zulassen, dass er uns mit seiner Liebe und mit seiner Zärtlichkeit, mit seiner Zuwendung berührt. Ich glaube sowieso, dass es in erster Linie im Christsein und im Glauben darum geht, dass wir eine Liebesbeziehung mit Gott haben. Das ist der Punkt Nummer eins. Und die Bibel sollte in erster Linie für uns nicht ein Gesetzbuch sein und ein Geschichtsbuch, sondern ein Liebesbrief. Stimmt es? Etwas, was zu unserem Herzen redet und uns zeigt, wie sehr Gott uns liebt. Weil er uns nahe kommen will. Hey, wie toll, dass wir die Bibel haben. Wie toll, dass Martin Luther und andere Reformatoren das ins Deutsche übersetzt haben, dass Tausende von Menschen dabei sind bei Wycliffe, Bibelübersetzer und so weiter, die Bibel in alle Sprachen der Welt zu übersetzen, damit jeder das persönlich lesen kann und diesen Liebesbrief, diese Liebesbotschaft für sich annehmen kann. Am besten jeden Tag. Lass die Bibel nicht im Schrank liegen. Lies sie jeden Tag. Es ist ein Liebesbrief. Und wenn wir sie lesen, und nicht nur das Lesen der Bibel, auch durch Zeiten im Gebet, wenn wir uns Zeit für Gott nehmen, kommt er uns nahe. Und das Erste, bevor wir ihm etwas tun oder ihm dienen oder ihm etwas sagen, müssen wir uns dienen lassen. Das sehe ich in diesem Text. Lass es zu, dass Jesus dir dient mit seiner Liebe. Sonst gehörst du nicht zu ihm. Sonst hast du keinen Teil an ihm. Er will das so gerne. Öffne dein Herz dafür. Lass es zu, dass er dir vergibt. Lass es zu, dass er dir dient, dass er dir deine Liebe zeigt. Jesus wollte keine neue Religion gründen, das sage ich immer wieder. Jesus wollte keine neue Religion. Religionen sind menschengemachte Versuche, Gott nahe zu kommen. Durch Jesus kommt Gott uns nahe. Nicht wir versuchen, ihm nahe zu kommen. Das ist keine Religion. Das ist eine persönliche Liebesbeziehung. Das ist etwas völlig anderes. Und Jesus möchte Nachfolger, Menschen, die aus Liebe, weil sie seine Liebe erlebt haben und seine Liebe verstanden haben, dass sie anfangen, genauso zu sein wie er, auch zu lieben. Andere, sich selber zu lieben, andere zu lieben und das zu tun, was er getan hat. Und diese Liebesbeziehung heißt auch, dass er unser Freund sein will. Der zweite Punkt in dieser Geschichte von der Fußwaschung ist der, dass er uns ein Vorbild geben möchte. Ein Vorbild, um uns zu zeigen, wie wir miteinander umgehen sollen. Aber das ist erst der zweite Schritt. Jemand, der das nicht erlebt hat, der das nicht verstanden hat und darüber richtig glücklich geworden ist und staunen kann, wie sehr Gott dich liebt oder mich liebt, der kann diese Liebe ja auch nicht weitergeben. Aber wenn du das erlebst, dann sollte es so sein, als wenn dein Herz überfließt
und du gar nicht anders kannst, als diese Liebe weiterzugeben. Und deswegen kommt das eben erst auch in dieser Geschichte als zweiten Schritt, dass er uns ein Vorbild geben möchte, nämlich wie wir miteinander umgehen sollen. Dienend sollten wir miteinander umgehen. Es wäre cool, wir würden mal alle zum Gottesdienst kommen, jeder mit einer Schürze umgebunden. Elke, du hast noch viel zu tun. Um zu demonstrieren, ich komme hier nicht in den Gottesdienst mit einer Bedürfnishaltung, alle Leute sollen mir dienen, der Pastor und jeder andere auch und hoffentlich ist der Lobpreis gut und hoffentlich ist jeder nett zu mir und so weiter. Und wenn nicht, dann bleibe ich nächsten Sonntag zu Hause oder ich suche mir eine andere Kirche. Nein, jeder, wenn jeder mit der Haltung kommt, ich gehe heute hierher, weil ich anderen dienen will. Wow. Wird das einen Unterschied machen? Wird es etwas verändern? Nicht nur sonntags, ich sage mal, überhaupt in unserem Miteinander und in unserem Gemeindeleben. Wenn jeder von uns in erster Linie diese Haltung hätte, ich möchte ein Diener sein. Und ich weiß, viele von euch sind das ja schon. Ich sage das ja jetzt nicht so, dass ich sage, hey, da sind wir noch gar nicht. Hey, wow, ich bin wirklich sehr begeistert und auch stolz über meine Gemeinde und über meine Kirche. Wie viele Diener es hier gibt. Wow. Das ist stark. Wie viele Leute sich auch sonntags hier schon einsetzen und früh versammeln und sich schon vorher viele Gedanken machen. Nicht nur ich, sondern viele. Lobpreis planen, Lobpreis. Wir haben verschiedene Lobpreisbands. Wir haben Techniker, die hier sehr früh sind, die sich um alles kümmern. Leute, die im Kinderdienst sind. Leute, die Begrüßungsdienst machen und Ordnendienst und vieles andere. Und das ist nur der Sonntag. Und wenn ihr euch bewusst macht, was sonst noch alles läuft, Ranger, Jugendarbeit, Kleingruppen, Seelsorge, missionarische Arbeit, es ist so viel, so viele Diener. Wow, ich staune wirklich. Und dadurch sind wir auch schon ein Zeugnis oder ein Beispiel, sage ich mal, von dem, wer Jesus ist und repräsentieren ihn. Ich glaube aber trotzdem, dass es gut ist und dass es wichtig ist, dass jeder von uns sich ständig überprüft und fragt, habe ich eine dienende Haltung? Habe ich ein dienendes Herz? Möchte ich nicht in erster Linie selber gesehen werden und selber bestätigt werden und selber daraus was ziehen, sondern möchte ich, dass es anderen gut geht. Dass durch mich andere Freundlichkeit und Aufbauung und Stärkung in ihrem Glauben erleben. Wir sollten dienend, helfend, auch dieses Niederknien und Füße waschen ist ja auch ein Akt der Demut oder der Unterordnung. Ne? Es heißt, ordnet euch gegenseitig unter in der Furcht Christi. Ordnet euch gegenseitig unter. Seid demütig, haltet euch nicht für was Besseres dem anderen gegenüber, sondern immer in der Haltung, ich möchte den anderen hochheben oder den anderen größer machen. Demütig, liebevoll und so weiter. Das ist das Vorbild. In einigen Kirchen wird auch dieses Ritual zu speziellen Anlässen immer noch praktiziert. In der katholischen Kirche gibt es einige Feiertage, an denen die Priester speziellen Leuten dann die Füße waschen. Es gibt auch einige Freikirchen wie die Gemeinde Gottes, die das regelmäßig praktizieren. Ich habe das auch selber erlebt in der Werkstatt für Seelsorge. Das erste Mal 2011, als ich dort diese Ausbildung gemacht habe, da gab es dann am Abschlusstag auch diese verschiedenen Stationen und Dienste, unter anderem auch Fußwaschung. Und ich habe mir auch tatsächlich wirklich die Füße waschen lassen von einem der Mitarbeiter. Das ist was ganz Besonderes. Wenn das auch betend, sage ich mal, von solchen Leuten durchgeführt wird. Und so haben wir das erlebt. Und wir haben das dann auch, wir haben ja hier auch Werkstatt für Seelsorge viele Jahre gemacht.
ich glaube 8 oder 9 Jahre. Und wir haben auch immer zum Abschluss, am letzten Tag haben wir dann verschiedene Stationen angeboten und auch die Fußwaschung. Und viele Leute, die das erlebt haben und an sich haben, also zugelassen haben, dass jemand ihnen die Füße gewaschen hat, die haben ganz besondere Erfahrungen dabei gemacht. Und auch für die Mitarbeiter, für uns, die das durchgeführt haben, war das etwas Schönes. Ja, wir dienen euch. Und wir haben das betend gemacht und es lief leise Lobpreismusik im Hintergrund und es war eine ganz, ganz besondere Atmosphäre und Stimmung da drin. Jesus war spürbar nahe. In Markus, im Markus-Evangelium gibt es auch einen Text, der im Kapitel 10, der Jesus, wo Jesus sich selber als Diener beschreibt. Also einmal in dieser Geschichte mit der Fußwaschung. Überhaupt, ich sag mal, wenn man Jesus anschaut und sein Leben, dann sieht man, er hatte ein dienendes Herz. Der hat manchmal von morgens bis abends Menschen geheilt. Er hat sich immer den Armen zugewandt, denen, die nichts galten in der Gesellschaft, ist zu den Prostituierten gegangen, zu den Zöllnern, von denen niemand was wissen wollte, hat sich denen zugewandt und hat ihnen geholfen, hat sie geheilt und so weiter. Der war immer als Diener unterwegs. Er hat es nicht immer so sich selber benannt, aber in Markus 10 sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen. Nächste Folie. Markus 10, 45. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben. Im Zusammenhang von dieser Aussage, von diesem Text, ging es darum, dass die Jünger so einen Streit hatten miteinander, wer der Größte unter ihnen ist. Kennt das jemand von euch? Ich finde das so cool, dass, wenn man in der Bibel liest, die Jünger waren ganz normale Menschen. Die hatten auch solche Diskussionen. Wer ist der Beste? Wer ist der Größte? Na gut, vielleicht geht es bei uns nicht so darum, wer ist der Größte, aber wer hat am meisten zu sagen? Und wer hat Recht vor allem? Gibt es das unter uns oder nö? Also bei uns nicht, bei anderen Kirchen schon, aber bei uns nicht. Und in diesem Zusammenhang steht dieser Text, die Jünger stritten sich, wer ist der Größte? Und dann sagt Jesus, er errät sogar ihre Gedanken. Der wusste sowieso alles, was da ablief. Manchmal musste er es gar nicht selbst mitbekommen. Er wusste es aber ganz genau, was in den Herzen ist. Und dann sagt er, ja, das ist so in der Welt. Ne? In der Welt ist das so. Jeder will der Größte sein, jeder will Recht haben, jeder will vorne anstehen. Aber bei euch soll es nicht so sein. Bei euch soll es nicht so sein. Hallo? Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Das muss tief in uns reingehen. Bei uns soll es nicht so sein wie in der Welt. Der Größte von euch soll aller anderer Diener sein. Das soll uns qualifizieren, besonders uns Leiter. Und ich bitte euch, dass ihr mir und auch den anderen Leitern, Visionäre Leitung, Bereichsleiter und so weiter, ein ehrliches Feedback gebt. Wir wollen hier eine ehrliche, zwar eine, nicht eine, sag ich mal, Kritikkultur, aber eine ehrliche Feedbackkultur. Gebt uns ein Feedback. Und wenn wir nicht so rüberkommen, wenn wir nicht mit dienender Haltung unterwegs sind, dann müssen wir Buße tun, dann müssen wir umkehren. Aber nicht nur wir als Leiter. Wer der Größte sein will, der soll alle anderen Diener sein. Aber letztendlich sollen wir ja auch als Leiter dann auch wieder ein Vorbild sein für jeden anderen in der Kirche. Und wir orientieren uns an Jesus, der dann sagt, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben. Ich finde es immer wunderbar, wenn ich über Jesus nachdenke und wie er gelebt hat, auch wie er mit den Jüngern unterwegs war. Ich schaue mir sehr gern die Serie The Chosen an, um so ein bisschen mehr Zugang auch zu bekommen. Wie war das denn damals? Wie, wie,
wie war denn damals die Situation unter den Jüngern und wie ist Jesus mit ihnen umgegangen? Klar ist das auch ein Stück Fiktion dabei und nicht alles nur sag mal, direkt aus der Bibel übernommen, aber man kann sich das besser vorstellen, wie es denn war. Man sieht so diese Unvollkommenheit, auch die Kämpfe, sag ich mal, die unter den Jüngern abgelaufen sind, weil sie einfach so unterschiedlich waren. Und dann vor allem, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist und wie er sie zusammengebracht hat als Mannschaft immer wieder. Das ist so stark. Als ich jetzt letzte Woche, oder ich bin ja am Dienstag wiedergekommen aus Serbien, war eine Woche in Serbien unterwegs. Und ich erinnere mich noch genau, also es war eine sehr starke Zeit. Ich schreibe euch auch immer wieder was darüber, auch am Wort für heute, am Morgen. Ich gehe jetzt nicht so genau darauf ein, was da passiert ist, aber ich erinnere mich an eine Stelle, wir waren unterwegs, Gustav und ich sind ja geflogen und dann kamen noch Katha und Fabian mit dem Auto unterwegs und dann haben wir verschiedene Gemeinden besucht und verschiedene Treffen gehabt und Meetings gehabt und wir waren mit dem Auto unterwegs und Katha, Fabian und ich haben uns unterhalten über den Dienst für Jesus, was wir jetzt hier in Serbien tun und überhaupt. Und Katha hatte einen sehr interessanten Gedanken und sie sagte, ja eigentlich geht es doch nicht darum, dass wir etwas für Jesus tun, sagte sie. So, als wenn er nicht dabei wäre. Kannst auch die nächste Folie, da habe ich das nochmal drauf. Etwas für Jesus tun oder mit ihm zusammen. Eigentlich geht es doch nicht darum, dass wir etwas für Jesus tun. So, als wenn er nicht da wäre. Sondern es geht doch darum, dass wir alles, was wir tun, mit ihm zusammen machen. Ist euch dieser Gedanke auch schon mal gekommen? Das Tolle war doch an den Jüngern, dass sie alles, was sie gemacht haben, mit Jesus zusammen gemacht haben. Die haben nichts für ihn getan. Die waren mit ihm zusammen unterwegs, von morgens bis abends. Die haben ihn angeschaut, die haben ihn gesehen. Klar, er hat ihnen auch Aufgaben dann gegeben, sie Anteil gegeben an seinem Dienst, aber war immer mit ihnen. Und das ging mir lange, lange nach, dieser Gedanke. Tun wir etwas für Jesus oder tun wir etwas mit ihm zusammen? Tun wir etwas so, als wenn er nicht da wäre? Oder sind wir mit ihm zusammen und mit ihm im Gespräch und ständig im Kontakt und fragen, hey, war das jetzt okay, Jesus? Oder hätte ich das anders machen sollen? Oder was willst du jetzt, was ich tue? Und wie soll ich jetzt mit dem Menschen umgehen oder mit dieser Situation, mit der oder jener Situation? Im ständigen Gespräch mit Gott sein. Im ständigen Kontakt mit ihm sein, weil er ist da. Das verspricht er doch. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Es ist mir so, es ist eigentlich eine ganz einfache Message, aber es ist mir so ins Herz gegangen. Ich habe gemerkt, oft tue ich etwas für Jesus, aber nicht mit ihm zusammen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir dienen und auch eben ihn als Vorbild nehmen, dass wir dann nicht anfangen, alles alleine zu machen und ohne ihn zu machen und aus eigener Kraft zu machen, sondern dass wir wirklich alles mit ihm zusammen machen. Seid ihr dabei? Alles mit ihm. Im ständigen Kontakt mit ihm. Herrschen oder dienen, das war die nächste Folie, die kannst du mal überspringen. Ich komme dann zur letzten. Das habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es darum geht zu dienen, nicht zu herrschen. Jesus hat ein Lösegeld bezahlt, er diente uns mit seinem Tod. Ich komme jetzt nochmal zurück auf diese Reinigung von den Füßen. Es ist etwas, was wir täglich erleben müssen, so diese Reinigung von den Dingen, die sich jeden Tag auf uns legen, sage ich mal, der Schmutz der Welt. Wir sind halt in der Welt unterwegs und wir machen uns schmutzig. Da geht es nicht, auch in unserer Seele und in unseren Gedanken. Wir versündigen uns in gewisser Weise, wir müssen ständig immer wieder gereinigt werden. Das ist diese ständige Fußwaschung, sage ich mal, die wir erleben müssen, gegenseitig und auch von Gott selbst. Aber Jesus hat ein Lösegeld. Ich bin gekommen, um ein Lösegeld zu bezahlen, sagt er. Er diente uns mit seinem Tod. Und dann sagt er, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen waschen. Wir sind gebadet und ganz rein. Was bedeutet das? Was heißt das? Hat jemand ein
Ein Vorschlag? Das Blut Jesu wäscht uns rein. Amen. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, wo ist unser Kreuz hin? Im Abstellraum. Oh Mann, oh Mann. Okay. Was Jesus am Kreuz getan hat, ist, dass er uns gebadet hat. Mit seinem Blut. Mit seinem Blut hat er uns vollständig reingemacht, ein für alle Mal. Ist das gut? Halleluja! Wer gebadet hat, der braucht nicht mehr alles ständig zu waschen, nur noch die Füße. Wir sind schon gereinigt, wir sind schon komplett von unserer Schuld, von unserem alten Menschen befreit. Und damit möchte ich diese Botschaft von heute abschließen, weil das ist so wichtig, dass wir das in erster Linie mitnehmen. Natürlich auch dieses tägliche sich dienen lassen und auch einander dienen, aber auch dieses Bewusstsein, hey, ich bin schon rein durch das Blut von Jesus. Und der Vorhang zerrissen, wir dürfen frei in Freiheit zu Gott kommen, ohne Anklage, ohne Schuld, weil sein Blut hat uns rein gewaschen von aller Schuld. Das ist so gut. Ich bin so dankbar dafür. Und wenn diese Grundsatzreinigung, sagen wir mal, diese grundsätzliche Reinigung geschehen ist, dann können wir uns auch immer wieder die Füße waschen lassen. Durch seinen Tod am Kreuz sind wir rein. Und dann sind wir in diesem täglichen uns dienen lassen, und genau, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen, uns täglichen uns dienen lassen und auch einander dienen. Das kommt aus diesem, auch aus dieser Freude heraus. Hey, wenn das nicht aus dieser Freude herauskommt, was Jesus für uns getan hat, dann stimmt etwas nicht. Dann müssen wir uns wieder neu darauf konzentrieren, aufs Kreuz und verstehen, hey, ich muss das erstmal für mich richtig wieder realisieren. Jesus, du hast wirklich alles für alles bezahlt, für alles bezahlt. Dein Blut reicht aus, um mich zu einem neuen Menschen zu machen, um mich frei zu machen von aller Anklage, von aller Schuld, von aller Verdammnis. Wenn ich einmal vor dem Thron Gottes stehen werde, das gilt für jeden von uns, dann zählt nicht das, was wir an Dienst oder was wir für ihn getan haben, was wir geleistet haben in unserem Leben, das alles spielt dann keine Rolle mehr, sondern eins spielt eine Rolle. Habe ich das angenommen, was er für mich getan hat? Habe ich sein Opfer für mich in Anspruch genommen? Habe ich dem geglaubt? Und natürlich hat das Auswirkungen dann auf mein Leben, wenn ich das glaube. Aber das ist die wichtigste, die entscheidende Frage. Und lass uns gemeinsam aufstehen, noch werden wir jetzt noch ein Lied miteinander singen. Bitte euch auch, dass das Segnungsteam kann schon nach vorne kommen, wenn jemand sich dienen lassen möchte, dann kann er auch in dieser Zeit schon vorkommen und Gebet und Segnungsgebet in Anspruch nehmen. Ich stehe auch gerne zur Verfügung. Ich habe auch immer die Sehnsucht danach, dass sich Menschen, ich sage immer, verirren bei uns in den Gottesdienst, die Jesus noch nicht kennen. Es sollte ja kein Verirren sein. Eigentlich sollte es jeden Sonntag so sein, ne? Dass Menschen hier sind, die sagen, hey, ich bin auf der Suche, ich bin fragend, ich möchte wissen, wer ist dieser Jesus. Und ich lade auch dich ein, wenn du dieses Opfer, was Jesus für dich gebracht hat, für dich noch nicht persönlich in Anspruch genommen hast. Heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Sag ja zu Jesus. Sag ja zu dem, was er am Kreuz für dich getan hat. Nimm ihn in dein Herz auf. Nimm es für dich in Anspruch. Lass dich reinigen. Lass dir dienen. Erstmal mit dieser Erneuerung, dass du merkst, hey, ich werde ein neuer Mensch. Jesus wohnt plötzlich in mir. Mein alter Mensch ist passé. Das alte Leben ist vorbei. Ein neues fängt an. Das ist das Wichtigste. Geh nicht aus diesem Gottesdienst raus heute, ohne das zu tun.
Wenn wir jetzt das Lied singen, sprich mit Jesus und sag: Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Komm in mein Herz. Heute spreche ich dir die Worte nicht vor. Nimm deine eigenen Worte. Sag: Komm in mein Herz. Ich nehme das an, was du für mich am Kreuz getan hast. Mach mich zu diesem neuen Menschen und ich will mich von dir dienen lassen. Aber auch jeder andere, lass dir mehr von Jesus dienen. Wenn du dir dienen lässt und seine Liebe erfährst und diese persönliche Liebesbeziehung hast mit ihm, dann wirst du auch ein Diener werden. Nimm dir ihn auch zum Vorbild dann und diene in derselben Haltung, wie er dir dient, mit dieselben Liebe, mit derselben Demut, mit derselben Zärtlichkeit, diene auch anderen. Jesus, danke, dass du hier bist heute Morgen, spür dich so deutlich, deine Gegenwart. Spür, dass du die Schürze umbindest und hier durch die Reihen gehst und uns dienst und uns mit deiner Liebe berührst. Und obwohl wir es nicht verdient haben, keiner von uns hat es verdient. Aber du, Gott, der Schöpfer des Universums, machst dich klein und kniest dich vor uns hin. Ich sehe das so bildlich vor mir, wie vielleicht machst du dir das auch bewusst, wenn du jetzt so in der Gegenwart Gottes stehst, dass Jesus zu dir kommt und vor dir kniet. Weise ihn nicht ab. Lass es geschehen.